Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Miau! Let's play some Blade Kitten. Ich höre hier irgendwo einen verdammten Goldfisch. Gut, den Nut, der da steht, den können wir wahrscheinlich nicht reiten. Der steht ja im Hintergrund, ja, leider. Jetzt höre ich ihn links. Wo ist er denn? Ich weiß es leider nicht. Man kann hier aber auch nirgends lang. Obwohl es ja so dreidimensional aufgebaut ist alles. Es ist doch ziemlich eindimensional, sage ich mal. Das habe ich ja im letzten Part schon gemeint. Ja. Das ist manchmal nicht sehr ersichtlich hier. Durch das Terrain. Ja, an welchen Objekten man vorbeilaufen kann und an welchen nicht. Aber ich sehe gerade, das mit dem Goldfisch hat sich auch schon erklärt. Den haben wir hier oben. Guck mal, direkt über unserem Kopf. Ein Doppelsprung und das war's. Zack, da haben wir ihn. Blubber, 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 blubber. Schön, schön. Guck. Die Zeile hier zum Beispiel rempel ich um und den dritten nicht. Okay. Bonus. Bonus. Dafür sahen wir hier Kisten ab am laufenden Band und haben schon wieder über 160 und 166.000 Credits. Und das, obwohl ich mir am Schluss erst ein Kleid gekauft habe, was x-mal so teuer war. So, hier geht es überhaupt nicht mehr weiter. Das heißt, da müssen wir wohl wahrscheinlich auf dieses Ding hier aufspringen. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. Aber bevor wir das tun, gucken wir doch nochmal in die Waffenarena rein hier in den Shop. Oh, what you looking for? Ja. 592.000, die wollen mich echt verarschen. Huh, ja. Aber egal, nützt ja alles nichts, auch wenn das sehr teuer ist. Kaufen wir uns trotzdem mal diesen Gesundheitsschmutz hier. Oh, you be sure. That won't have no refund. Oh, thank you. You money good here. Mhm. Und das nächste kostet schon wieder über 100.000. Alter Verwalter. Egal. You come back next time and bring more money, yes? Yo, yes, yes. Aber ich ziehe mal wieder das Gothic-Outfit aus, weil nichts gegen so ein Outfit, ja, ist schon ziemlich cool. Die Friese ist cool und alles. Ich generell stehe ich auf so einen Style, aber nicht an einer Kid Ballard. Nein, 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 nicht an einer Kid. Außerdem geht mir ein bisschen auf den Keks, dass diese Bänzel daran so rumflattern hier, diese Rüschen, Bänder, schieß mich tot, irgendwas, keine Ahnung. Dann doch lieber wieder den Pyjama. Oder vielleicht kaufe ich beim nächsten Mal das hier, aber keine Ahnung. Nee, da hat sie ein bisschen zu viel an. Mal schauen. Nein, das ist schon ganz putzig. So, ey. Dann zeig mal, wo du uns hinbringst. So, do you have any idea what that was all about? Yeah. Me neither. But it's fishier than a tentacled prawn. Was? Okay. Hey kid, you gotta help us. The squads took us by surprise and we've taken heavy losses. And I care why? Maybe you guys should have found another planet to bully. Lady, these kids are just doing their job. And I'm trying to patch them up and keep them alive. Help us out or find someone else to preach to. Sorry, how can I help? This troop has a message for the commander. He's on the other side of this base. Take it. Huch. Situation, Oscar, Mama, Golf. Okay. Jetzt muss ich also hier Nachrichten überbringen. Ja, dann werden wir das mal tun. Get her, you noinks! Eieiei, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, ich guck mal kurz, wenn du in der Nähe eines Gegners Taste 6 drückst, kannst du diesen damit manchmal zu dir ziehen oder gar lästige Schild und Rüstung. Das weiß ich doch schon. So, jetzt sind also die Redheads hier. Stop her.
Aua! Jetzt sind also die Red Hats hier auf meiner Seite, ja? Watch out, she's got a blade! What the? What the? Ja. Ja. Wie gesagt, auf meiner Seite. There she is. Aua, hör mal auf. Die sind ja jetzt ein bisschen gefährlicher, oder? Klatsch. Speicherpunkt zum Glück. Die sind ja fies. Ja. Das ist wahr. Oh, oh, oh. Da wäre es fast vorbei gewesen hier. In der grünen Grütze wollen wir nicht landen. Nee. Gut, lassen wir das. Aua, nein. War mir klar, dass ich immer gerade den Moment erwische, wo das Ding Feuer spuckt. So, hä? Ich dachte, die sind freundlich gesinnt. Das war doch gerade eben noch so. Wieso jetzt nicht mehr? Ach, ihr seid doch alle doof. Klatsch. Gib mir dein Schild. Mann, Mann, Mann. Höret doch auf. Ein Vögelchen. Ich höre ein Vögelchen. That's the one. Sick 'em. Klatsch, ey. So, so, so. Wo ist das Vögelchen? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ist es hier? Ich weiß nicht. Ich hab's aber gehört. Ich hab's gehört. Hier irgendwo. Es ist doch alles Mumbo Jumbo. The Breaker's here. Ja, The Breaker's here. Stop her. There she is. Jetzt können die nicht nur mit Schilden hantieren, sondern auch mit Pistolen schießen. Sowas, sowas. So. Ist halt die Frage. Irgendwie hat doch das Vögelchen mit den Fässern da zu tun. Ich hab da so eine Ahnung. Diese Raketenfässer hier, ja? Wie auch immer ich die dann dazu bekomme, dass sie da runtergefallen werden. Raketenfässer, was sage ich denn da hier? Bombenfässer, Explosive. Whatever. Aua. So, klatsch, klatsch hier. Was sind das eigentlich für welche? Fetch. Fetch, ja. Aua. Guck mal, wie stark die sind. Und dann laufen sie auch noch weg. Ich glaube echt, ich spinne. Get 'em. Hier erstmal Skiffy losschicken. Oh boy, oh boy. Skiffy. Skiffy, Skiffy. Ja, ihr seht schon. Das ist hier echt nicht feierlich manchmal. That's the one. Heel. Klatsch. Stop her.
Da muss man echt anfangen, seine Angriffe zu variieren. There she is. Situation, Oscar, Mama, go! Und mit Sprungtechniken zu arbeiten und so weiter. She's got a blade. Und so fort. Genau. Ich habe ein Schwert und das werde ich auch benutzen. Guck mal. Ob du mir jetzt hilfst oder nicht. Ah. Aber das ist wahrscheinlich zeitlich begrenzt hier. Oder warum sollte es sonst so einfach sein? Nee, ist es nicht. Guck mal, das bleibt die ganze Zeit offen. Ja, dann. Nein. Ich will doch nur das grüne Ding haben. So. Die bekämpfen sich da gegenseitig, ja? Und ich stehe zwischen den Fronten und kriege von beiden Seiten natürlich die volle Packung ab. Ja. So lobe ich mir das. Oh je. Was haben wir hier wieder für Spielchen? Ach, guck mal. Wo gibt's denn sowas hier? Oh! Nein! What the heck? Aua! Was zum Geier? Au, au, au. Ihr seid doch völlig Banane. Autsch. Genau so soll's nicht laufen. Au, au, au. Nein, da muss ich ja wieder oben rauf. So, hier muss ich wieder unten runter. Wo muss ich hier mich ranhängen? Am besten nirgends. Denn hier haben wir erstmal eine Geheimkammer. Mit einer Kiste. Diding, tschatsching. Yay, Team! Yay, Team! Na. Wirst du wohl. Wirst du wohl, liebe Kids. Ja, bleiben wir erstmal drauf stehen. Man weiß ja nie so genau, was jetzt mit der als nächstes passiert. Eieiei, die fährt da einfach so rein. Gut. Ich habe gerade das Geräusch eines Speicherpunkts gehört, ja. Genau, da ist er. Okay. Was zum... Was zum Geier? Ah. Was zum Otto? Oh.
What the hell? Ohne Scheiß. Lass mich mal in Ruhe. Autsch. So, ich hoffe, den kriegen wir irgendwie klein. Au. Wenn der uns nicht gerade hier mit seinen blöden Kanonenschüsseleien belästigt hier. Na los. Gib klein bei. Jawoll. Huh, was war das? So eine Art erster Bossgegner? Sweet. Sweet. Haben wir sowas schon mal gehabt? Sweet Jesus, ich kann mich nicht erinnern. Wenn doch, dann war das jedenfalls schon mal eine Weile her. Hm. Naja. Egal, direkt hiernach haben wir wieder einen weiteren Speicherpunkt. Das ist sehr fesch. Denn, ja, nach diesem Sieg, nach diesem errungenen Sieg, kratze ich mich ein bisschen am Kopf, ja, und werde mir überlegen, ob es sowas schon mal gab. Wenn nicht, ja cool. Ja. Was bleibt da noch zu sagen, außer einmal Versprecher. Kopfkissen im Mund. Nein, kein Schwanz. Ich bin ja nicht Elotrix. Bis dahin. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Some Blade Kitten. Auf Wiedersehen, meine lieben Freunde. Und tschüss.